Ach ja. Ja, Hüstel, Hüstel. Das war echt schön. Ich mag den Poki. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wünsche, er wird nicht so weit weg. Wo denn? Schon in Hamburg, oder? Ey, ja, na klar. Ja, dachte ich mir schon. Also wohnen sie alle da irgendwie. Jo. Ja, Erik, 2267 Kilometer. Erzähl mal einen Schmack aus deinem Leben, komm. Ja, ich weiß noch genau, als ich damals hingefallen bin, es war sehr spannend, ein Sommertag. Was denn? Der Lambo-Polizist gerade, guck mal gleich nach links auf der Fahrbahn. Okay, warte. Ja, da kommt der, jetzt kommt dir gerade ein Truck entgegen, ich glaube, ich habe ja echt massive Verzögerung, weil ich gerade runterlade. Ach, hör auf. Das kam mir gerade. Polizei in Italien. Nice, läuft. Nice. Der ist bestimmt geliehen. Kann man mal machen, ne? Oder geleast wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich geleast. Aber Hauptsache die italienische Regierung hat kein Geld mehr, so weißt du. Ja, jetzt weißt du auch warum. Ja. Wir brauchen einen Lambo-Polizisten. Da könnte dich immer anhalten, wenn du mal zu schnell gefahren bist. Das Geld holen die locker wieder rein. Das ist in 10.000 Jahren wieder amortisiert, ich sag's dir. Ja. Ah. Bei uns ist ein Schotte in den Kanal gefallen. Was? Was? Warum? Also geht's dem Schotten gut? Warum war es ausgerechnet ein Schotte? Hey Tommy. Was? Tommy, 30 Minuten lang. Was ist da? Das ist Dienstag, ne? Ja, das ist Dienstag. Faschingsdienstag. Ja. Party Marker, weil da kann man ja die Stachsel aufnehmen, du Schatzel. Meinst du den Bürgermeister-Simulator? Der Bürgermeister-Herbst-Katalog ist da. Ah, ja, cool. Vielleicht hat er wieder ein paar neue Sachen für uns. Ja gut, wir agieren schon so ein bisschen wie ein Bürgermeister, kann man schon sagen. Ja, wir schalten und walten, wir halten die Wirtschaft am Laufen, wir bauen neue Wohnflächen aus. Wir nehmen von den Reichen und geben es uns. Den Armen. Ja, uns halt, ne? Richtig, genau. Ja. Jemand in den Kommentaren schrieb übrigens, dass er es nicht gut findet, dass ich immer die ganzen Blütenblätter habe. Hä? Aber das liegt ja immer daran, dass ich halt die ganzen Sachen immer verkaufe. Also viktorianische Möbel vom Bürgermeister und halt natürlich den Honig und sowas. Also, dass ich immer einsammle und verkaufe natürlich. Weil er meinte, dass dann die ganze Kaufgewalt quasi bei mir liegt. Hä? Aber ich kaufe ja immer für uns, also für alles. Ja, vor allem habe ich da auch die Waschmaschine und sowas alles gekauft. Ja, also weiß ich nicht. Hey, was Ahnung. Will der mich gerade verarschen? Wo soll ich denn hier überhaupt hinfahren? Vielleicht brauchen wir ein Gemeinschaftskonto. Ich weiß gar nicht, wo du hin... Ach nee, du fährst jetzt von Italien nach England, ne? Gerade voll der Rollercoaster irgendwie. Schon das Rollercoaster. Erinnere mich gerade an Scrubs. Rollercoaster. Aber jetzt geht's gerade aus, oder was? Hä? Mal gucken. Hä? Ob das jetzt was wird. Wo fahren wir denn jetzt hin? Keine Ahnung. Mal gucken. Gleich wieder runter. Oh, hier, die Leute machen sich lustig darüber, dass du eine Ausfahrt verpasst hast. Hab ich? Ja, laut nee, Chat schon. Ich bin nach dem Navi gefahren. Ich kann's dir nicht sagen. Keine Ahnung. Was da passiert ist. Ausfahrt vorher verpasst, deswegen der Kreisel. Alles klar. Ja gut, das war jetzt aber auch nur für die Zuschauer, ne? Damit man mal ein bisschen was sieht. Ja, ich dachte, so ein bisschen Kurven fahren ist auch lustig. So eine Schleife einfach mal. Eben. Ist ja auch mal was Schönes. So, Schottland ist nicht England. Wo fährst du jetzt hin? Schottland oder England? Edinburgh, Großbritannien. Ah, alles klar, okay. Hab ich Schottland gesagt? Nee, ne? Nee, ich glaube es gibt. Es gibt wohl wirklich eine Stadt namens Staxel in. Hä, St. Petersburg, Russland? Nee. St. Petersburg heißt doch die Stadt. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist. Sims Night! Mist, ich kann den Namen nicht mehr lesen, weil die Farbe rot hier so fleckig rüberkommt, weil ich gerade deinen Stream in 360p gucken muss. Ja, mehr streame ich aber auch nicht. Ja, deswegen ja. Also deswegen gucke ich auch in 360p einfach nur. Und mehr will man ja auch gar nicht sehen. Du hast ja auch jetzt nicht so den Fernseher dafür. Nee, das läuft ja hier alles über den Monitor, Gottes Willen. Das ist ja noch so eine Röhre, weißt du? Ich
Und du kannst das Ding auch einfach, je größer du das Ding baust, desto besser siehst du die einzelnen Pixel dann halt auch. Das sieht irgendwann aus, ab irgendeiner Größe sieht es aus wie Pixel-Art. Ja, und das setzt so 10 Bildschirme nebeneinander. Oh, warte, ich strecke mich mal eben. Du hast England gesagt, Edinburgh liegt in Schottland. Aber nicht hier in diesem Spiel. Denn Edinburgh, wenn du mal guckst hier, pass mal auf, Bruder. Bruder. Pass mal auf, Bruder. Ja. Es liegt zwar ganz hier oben, ja, aber Edinburgh gehört laut dem Spiel noch zu Großbritannien. Also die machen keinen Unterschied zwischen Schottland oder England. Ne? So. Es ist zwar in Schottland, aber sie machen keinen Unterschied. Für mich ist es Großbritannien. Krass. Auch wenn Edinburgh in echt natürlich in Schottland liegt, das ist natürlich richtig. Ist ja United Kingdom, vielleicht deswegen. Ja, eben. Denke ich auch mal. Schottland und England ist beides in Großbritannien. Das macht Sinn. Great Britannia! Kalzari! Danke dir! Oh, ich kann es nicht lesen, es ist zu klein. Was denn? Ich hab's mal die Schrift? Die Schrift bei deiner Einblendung, meinst du? Ja, das ist, wenn sobald mehr geschrieben wird als zwei Worte oder so, ist das irgendwie, verkleinert der das so extrem. Ich muss die ganzen Dinger eh nochmal überarbeiten, das ist nicht so viel. Ist nicht so geil. Ja, das will ich bei mir auch machen. Alles nochmal ein bisschen überarbeiten, nicht mehr ganz so nervig machen oder auch alles mal ein bisschen beschönigen teilweise auch. Ja, ich denke mal so, wie du es schon machst, ist schon ganz cool, so kein Ton, weil es halt wirklich überhand nimmt, der Ton. Mhm. Weil er halt nach einer Zeit echt irgendwie, wenn du was erzählst oder sowas, dich immer wieder rausbringt, was ja auch in Ordnung ist. Aber so gar kein Ton ist halt auch irgendwie doof. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich das etappenweise mache, bei den Resubs zum Beispiel, etappenweise, dass immer nur so bestimmte Monate eingeblendet werden zum Beispiel oder vielleicht einen leichten Ton haben, aber nicht mehr so. Wenn ich Streams schneide, sehe ich halt immer, wo die Quatschrunden sind, weil du hast auf der Soundspur immer. Das sieht immer so aus wie Pickel einfach auf der Soundspur. Und für Leute ist es halt wesentlich angenehmer, habe ich jetzt auch festgestellt, ich habe das dieses Jahr ausprobiert, wenn die Alerts halt nicht immer dazwischen funken, wenn man redet, ist glaube ich viel praktischer teilweise. Wobei aber auch alles sehr stark zurückgegangen ist dadurch, aber es ist halt auch sehr viel ruhiger und angenehmer geworden. Ja, das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Ja. Und dann gucke ich einfach mal, ob es da einen schönen Mittelweg gibt irgendwie, der für alle angenehm ist, das wäre schön. Und vor allen Dingen hätte ich auch gerne mal wieder ein bisschen so ein frisches Overlay. Auch die Webcam so ganz fett irgendwie vorne. Ist nicht so geil. Ah, und der Michael Skyfree hat es mit dem OBS Broadcaster bekommen. Sehr gut, lieber Michael. Sehr, sehr gut. Ich freue mich. Das ist schön. So, jetzt Raststelle. Hol mal Schnitzel. Mit dem Broadcaster. Open Broadcaster. Warte mal, müssen wir denn Pause machen hier? Ich guck mal. In 2 Stunden 43 kriegst du dann Schnitzel. Alles klar, gut, das ist okay. Gronk, die Soße muss aber bleiben, bitte. Ich wollte so ein paar spaßige Sachen mit einbauen, tatsächlich. Also so ein paar random Dinge einfach. Ich ärgere den Curry immer mit Donations. Irgendwann werfe ich ihn mit 2-Euro-Münzen tot. Am besten auf der Gamescom. Am besten machst du hier so immer nur 1-Euro-Donations beim Curry. Da freut er sich bestimmt. So 100 auf Euro. Auf der Gamescom. Ja, also wenn auf der Gamescom, dann aber bitte so 1-Cent-Stücken. Das wäre auch schön. Wird es auch Jahres-Sub-Badges geben? Ja, doch. Saphira, es wird noch einiges mehr geben. Aber Gronk, du hast doch erst ein neues Layout gemacht. Ja, nee, das ist momentan eher so ein Zwischending. Ich bin momentan noch nicht so zufrieden und ich mag das auch nicht, wenn mein Gesicht so richtig fett in der Kamera ist. Ich mag das aber nicht. Da gehören die Brüste hin. Ja, richtig. Und davon habe ich noch zu wenige. Ich esse extra schon mehr. Jetzt auch. Hätte ich mal die 11 Snickers gekauft. Scheiße. Boah, warte mal, gibt es weiße Snickers? Weil du gerade sagst, Snickers? Ah, nee, es waren weiße Twix waren das, Twix, ja, aber Twix, genau. Gibt es Snickers in weiß? Ich könnte mir vorstellen, dass es die geben wird. Momentan aber noch nicht. Gibt's noch nicht, ne? Boah, aber nee. Snickers in weiß, Alter. Oh. Wäre ich dabei. Oder Mars in weiß. Ich muss ehrlich sagen, Mars sind einfach. Ich finde Mars die besten. Mars ist geil, ja. Aber sie dieses fette Mars, so wie man es von früher noch kennt. Ja, oder Mars-Eis. Oh. Ja, boah. Geil. Oder Snickers, Bounty ist aber auch geil.
Bounty ist geil, Snickers ist auch geil. Das Problem ist aber, du kannst nicht zu viel auf einmal davon essen, weil bei Snickers mit den ganzen Erdnüssen haust du den Mundinnenraum kaputt irgendwann. So, au, au. So, und bei Bounty, das ist irgendwann viel zu süß, wenn du zu viele davon isst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich weiß, man soll... Okay, Snickers gab es auf jeden Fall mal in Weiß. Was? Oh Mann, oh. Und hier auch Snickers und White gab es bei uns. Oder Mr. Tom. Kennst du Mr. Tom? Ist das nicht dieser Nussriegel? Ja, mit diesen Erdnüssen und dann dieses Süße und dieses leicht Salzige ja. Von den Erdnüssen. So. Oh. Ja, das fand ich auch mal lecker. Ah. Meine da, was? Ich finde es schade, dass Spenden nicht mehr mit Text dazu eingeblendet wird und mir fehlt auch am Rand der Chat. Der Chat fehlt mir auch, ehrlich gesagt. Katsu, wie gesagt, es wird noch überarbeitet. Ist momentan einfach nur mal eine kleine Ruhepause für alle. Mr. Tom mit Nutella. Essen? Und jetzt bist du dran. Also selber draufschmieren quasi? Mr. Tom, vielleicht sogar noch Bananenstückchen, also Bananenscheiben drauf und dann Nutella drauf. Was? Go. Alter. Go. Ich meine, das bumst einem zwar richtig die Zähne, glaube ich. Nicht nur die Zähne. Wahrscheinlich flattert er auch die Herzklappe, aber es ist egal. Aber es klingt extrem hot. Ja. Ich hätte ja gern diesen großen Rocher in der Kamera gezeigt, im Stream, aber leider habe ich ihn gegessen. Noch als der DHL-Fahrer in der Tür stand. Ist das mein Rocher? Hier unterschreiben. Wo freuen? Es gibt zu viele leckere Süßigkeiten. Ja, verdammt, ja. Viel zu viel. Ja, und ich will auch, ehrlich gesagt, ich kann verzichten, aber ich will halt nicht komplett verzichten. Weißt du, was ich meine? Nee, komplett verzichten soll man ja auch nicht. Das ist ja nicht gesund. Das Leben ist zu kurz. Das Leben ist zu kurz. Ja, vor allem, wenn du fett bist. Ja, dann sterbe ich halt fett, aber ich habe wenigstens auch was Ordentliches gefressen davor. So, weißt du? Muss die Familie wenigstens einmal was für mich bezahlen. Größeren Sarg. Wir haben den Sarg einfach auf seinen Bauch gelegt. So. Zwei, drei Holzbretter drumherum geknappelt so. Ach Mann, ach Mann. So, das Rocher, das Curry bei Karzegerziemann, die gefunden hat. Nein, nein. Frank Jeffrey. Aber es ist ja alles so ungesund, nicht nur für die Zähne. Ja, leider, das ist alles so ungesund. Leider, ja. Hier, Toblerone, da steht es auch. Gefrorene Raphael, kenne ich gar nicht. Gefroren. Gibt es weiße Toblerone? Weiß ich gar nicht. Aber ist das nicht zu krass? Weiß ich nicht. Nicht viel krasser als Snickers. Ja, doch, Snickers hat dann noch anderen Inhalt, aber Toblerone besteht eigentlich fast nur aus Schokolade. Und dann hat es ja nur weiße Schokolade, oder was auch immer das ist, mit ein paar Dinger da drin. Das ist doch geil. Kennst du die Crisp-Schokolade? Alles klar, weiße Toblerone gibt es. Was? Du meinst weiße Crisp-Schokolade? Ja, die von Nestle, aber trotzdem, kennst du die? Ich kenne nur weiße. Ritter Sport, die weiße Crisp. Und die ist so gut. Ja, die ist auch geil. Oh. Oh. So, jetzt mein Wasserglas wieder voll. Nass. Wo haben wir denn die nächste Pofe? Wir müssen nämlich mal wieder schlafen. Mit der Axt. Alles klar. Ah ja, hier. Da kommt ja schon gleich die nächste. Nice. Ab auf dem Rastplatz, noch ein paar Nutten anrufen, dann geht's los. Jo. Schwimmbadpommes? Die Antwort ist ja. Ist gerade schon in Arbeit. Schwimmbadpommes. Schwimmbadpommes sind die besten Pommes überhaupt. Kennst du nicht Schwimmbadpommes? Ja, Pommes-Schranke halt, oder nicht? Ja, nee, generell, wenn du so im Freibad bist und dann... Gehst du irgendwie durch lauter Leute, die auf der Wiese liegen, arbeitest du dich durch zu diesem komischen, zu dieser einen Bude, es gibt ja nur eine. Und dann kaufst du halt diese Pommes, am besten in so einer Papiertüte, nee, auf so einem Papier-Papp-Ding irgendwie, keine Ahnung. Und dann versuchst du zurückzugehen und am Mülleimer vorbeizukommen, wo die Wespen immer rumfliegen, ohne dass er einen hinterherkommt. Ja. Das kann ich sogar tatsächlich auch. Mich hat immer eine gestochen, immer. Grundsätzlich. Und ganz ehrlich, Schwimmbad-Pommes sind die besten Pommes. Egal, was für gute du zu Hause hast, egal, ob das Ringelpommes sind oder sonst was, die Schwimmbadpommes hat man sich verdient und die schmecken so gut einfach. Boah. Ja, weil man halt auch so extrem Hunger dann dadurch hatte, durchs Wasser. Genau. Und weil man erstmal sich die holen können muss auch. Und vor allen Dingen damals muss man sich erstmal leisten können auch. Ja, heutzutage dürfen die ja nicht mehr knusprig sein. Also heute schmecken Schwimmbadpommes ja genauso scheiße wie alle anderen auch.
Hä? Was? Wie? Nicht mehr knusprig sein? Die EU hat doch beschlossen, dass die Pommes bei so Buden und allgemein nicht mehr knusprig frittiert werden dürfen, wegen Krebserregern. Hast du das nicht mitgekriegt? Nein! Was? Lebst du hinter Mond? Ja! Ich glaube, da wart ihr dann in Japan? Ich weiß es gar nicht. Wann, wie lange ist denn das her? Aber es ist, also ich merke das jetzt auf jeden Fall, dass wenn ich hier beim Dönermann eine Pommes dazu nehme, sind die richtig wabbelig einfach. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich fordere Brexit für knusprige Pommes, Alter. Schlabberpommes sind eh besser. Was? Also es geht tatsächlich um die frittierenden Pommes, ne? Die dürfen halt wirklich nicht mehr zu knusprig frittiert werden, wegen Acrylamid, was da gerade stand. Oder ja, genau, das ist der Grund, genau. Ja. Hier, Acrylamidbildung an den schwarzen Stellen. Aber das Lustige ist ja gewesen, zu dem gleichen Zeitpunkt, wo das bekannt gegeben wurde von der EU, hat man durchgewunken, dass dieses komische Zeug gegen Ungeziefer, was gespritzt wird, was auch krebserregend ist. Wie heißt es? Die Diskussion habe ich letztes Jahr. Glyphomat. Das darf weiter benutzt werden. 5 Jahre lang. Pommes haben keine Lobby, Tobi. Das ist halt das Lustige, weißt du? Du kriegst deine Kartoffeln, womit deine knusprigen Pommes, die nicht mehr so zubereitet werden dürfen, kriegst du mit irgendwelchen krebserregenden Stoffen vollgespritzt, damit kein Ungeziefer drauf ist. Aber dann verbieten sie dir, die irgendwie knusprig zu essen. Voll der Schmerz. Ja, genau. Glyphosat von Monsanto, genau. Glyphosat genau, war das, ja. Ja. Das muss mir mal einer erklären. Ich fresse meine Pommes, wie ich sie will. Ja, richtig. Und wenn ich sie mich hinstelle und schmeiße den Kohlegrill an und leg die da drauf, bis sie schwarz sind. Dann ist es dein. Es ist dein Ding, weil, ne? Aber ja. Unfassbar. Pommes im Backofen empfehle ich übrigens immer zum Schluss nochmal so 10 Minuten mit Umluft. Dann werden die richtig, also nicht Umluft, sondern Umluft mit oben Grill. Weil dann werden die richtig knusprig noch. Ja. Okay. Ja, ich esse Pommes am liebsten aus der Fritteuse, leider. Aber ich freue mich, dass wir dann an krebserregenden, labbrigen Pommes sterben. Ja. Das ist natürlich geil. Also im Grunde genommen ist das eine Verschlimmbesserung. Wann kommen denn die ersten Chips raus, die nicht mehr knusprig sein dürfen? Ih, da hast du Kartoffellappen. Ich muss die Chips selber toasten, einzeln immer. Guck mal, meine neuen Lays. Schlapp. Aber die sind ja nie schwarz, ne? Irgendwie. Lays? Nee. Ja, die sind ja mal. Also generell Chips sind ja eigentlich nie. Siehst ja nie angebrannt oder so. Selten. Ja. Wir machen die Pommes ausschließlich mit Umluft. Ja, ist auf jeden Fall viel besser. Mikrowellenpommes von McCain. Okay, Pommes kann ich nicht in der Mikrowelle machen. Ich weiß nicht warum. Also für Leute, die gerne Schlabberpommes essen, wird die aus der Mikrowelle bestimmt gut schmecken, aber. Ja, aber knusprig werden die dann nicht, oder? Für mich wäre das jetzt auch nichts. Nee, ich glaube nicht, dass die knusprig werden. Also, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendeinen Trick, ich weiß es nicht. Es gibt auch Bacon, also man kann auch Bacon in der Mikrowelle machen und der wird leicht knusprig. Das geht auch. Also. Das Geilste, was ich hatte früher mal eine Fritteuse zu Hause irgendwie, so eine für günstig und dann irgendwie so von, was war denn das? Auf jeden Fall irgendwie so dieses auf Fritteusenfett reingeballert und sowas. Alter, das waren die besten Pommes meines Lebens. Ich habe nur selber gewürzt und sowas und die waren so gut einfach, weil die waren knusprig, die waren richtig geil gewürzt und die haben geschmeckt, als hättest du gerade eine Packung Chips aufgemacht. Oh, voll geil. Am besten noch schön Mayo dazu, Ketchup oder sowas. Ja, Mann, geil. Oder eine schöne Currywurst. Ja, aber die kannst du auch so essen, einfach so nebenbei. Ja, das stimmt, ja. Und am besten sind immer die ganz kleinen Pommes, die so richtig winzig sind und so ganz dünn. Ja. Und die dann so. Ja, genau. Da, geil. Hammer. Oh, gut, Tati macht gerade Low Carb. Ist bestimmt gut, über leckere Pommes zu essen. Es gibt Rosenkohl. So, ja. Rosenkohl-Pommes. Hier. So die Stängel von einem Brokkoli. Frittiert. Obwohl, ich muss zugeben, ich mag Brokkoli echt gerne. Ich auch. Ich mag viele grüne Sachen, wo viele sagen, ich mag auch Spinat voll gerne. Ja, ich auch. Vor allem mit Ei. Voll ja, gut. Ja, und Kartoffeln. Oh. Ja. Ja, gut, Kartoffeln sind nicht locker. Aber so, oder so, diesen Blattspinat, diesen richtigen mit Spaghetti oder sowas. Jemand schreibt gerade Low Carb Käsekuchen. Raus! Das will ich nie wieder. Habe ich heute bei Chefkoch tatsächlich ein Rezept gesehen. Low Carb Käsekuchen. Dachte ich mir, ciao.
Ja. Probier doch mal, Tobi. Probier doch mal. Du kochst doch so gerne. Mach doch mal einfach. Zucchini-Käsekuchen habe ich heute auch gesehen, tatsächlich. Wir essen manchmal. Ist das Zucchini-Lasagne? Nee, das war so ein richtiger. Achso, war eine Frage. Warte, Naja, genau. So Low Carb Lasagne mit Zucchini und sowas. Schmeckt aber echt gut. Es schmeckt echt gut, muss man einfach sagen. Also Low Carb würde in dem Fall dann heißen, keine Nudeln dazwischen und auch kein Käse wahrscheinlich, ne? Ja, doch, Käse ist drin. Käse ist ja aus irgendeinem Grund Low Carb. Achso, hä? Ja, frag mich nicht. Okay, ne, dann ist gut. Ja. Dann könnte ich mir das also vorstellen. Zucchini ist gut. Ohne Käse wäre es ja einfach gar nichts irgendwie. Oder auch Käse ist das Einzige, was mich am Leben hält. Käse und Wurst. 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 Ja, komm. Aus der Kirche. Witzig, Tobi, sich über die Behinderung anderer Leute lustig zu machen. Klar, ich bin Cards Against Humanity E-Sportler. Ich darf das. Käse ist Low Carb, High Fat. Hä? Ja. Käse ist Fett, keine Kohlenhydrate. Also ist Low Carb. Alles klar, alles gut. Ja, weil, ne? Solange Käse noch geht, ist ja alles easy. Genau. Und Käse hat massig Fett. Habe ich nämlich auch. Und das stößt sich dann ab. Also. Muss man im Sommer dann so Zucchini auf den Grill, so aufschneiden, einmal längs quer durch. Und dann Pfeffer drauf und Salz und dann Käse drüber. Boah, das schmeckt so gut. Hört sich cool an. Obwohl ich nicht so der. Ich bin normalerweise gar nicht der Zucchini-Freund, weil die halt immer nach Wasser schmeckt. Ja, das stimmt. Aber gegrillt, finde ich, geht's. Und du kannst theoretisch gesehen auch Hackfleisch tatsächlich noch oben drauf machen, aber das ist dann nicht mehr Low Carb. Warte mal, ich hab gerade Kingdom Come Deliverance installiert, ne? Hast du gesagt, ja. Ja, 20,3 GB ist fertig und ist jetzt schon eingereift für ein Update. Alles klar? Ja, ich glaube, der Day One Patch ist irgendwie 13 GB groß oder so. Der lädt aber nichts runter. Wenn ich sage, hier updaten, dann geht er gleich wieder runter. Oh, okay. Was ist denn hier los? Stau, Alter? Was ist denn jetzt passiert? Oh, warte, das muss ich sehen. Das muss ich sehen. Hat die Uschi wieder hier Rush Hour oder was? Zucchini sind die Bananen der Ostdeutschen. Das ist ja jetzt auch schon, heute ist das ja alles nicht mehr so. Ich fahr hier in die Mitte, ist mir egal. Ich fahr hier hin. Könnt mich mal. Da kommen nochmal 23 GB, aber ich kann bei mir nichts runterladen. So. Oh, gleich wird's wieder lustig. Was denn? Ich stehe wieder hier. Kommt gleich Tunnel? Nee, ne? Nee, da hatte ich gestern einen Crash gehabt, weil mir ein LKW die Vorfahrt genommen hat, tatsächlich. Unfassbar. Also ist schon realistisch hier alles. Ja. So, ich sehe, du fährst vorsichtiger, falls er nochmal rüberzieht, okay. Achso, bei mir hängt es ja hinterher. Ich sag mal auf, wenn hier Realtime zu kommentieren. Bei dir hängt, sagt sie. So, wieso hat Kingdom Come bei mir nur 20 GB? Vielleicht, weil ich das vorher über den anderen Steam-Account installiert hatte und dann ist es doch gar nicht Kingdom Come. Oh geil, endlich in Frankreich, Alter. Oh, schön. Du kannst in 90 fahren. Warte mal, Vorausladung. Entschuldigung, ich gucke gerade nicht. Daniel hat ein Gehalt von 3400 gekriegt, seit wann das denn? Hä, wer? Daniel hat ein Gehalt von 3400 gekriegt, das geht aber nicht. Hä? Daniel, warum? Hat Daniel sich etwa einfach eine Gehaltserhöhung gegeben? Daniel? Das wollen wir jetzt aber wissen, Daniel. Sag doch mal Daniel. Daniel, los jetzt. Äußer dich im Chat. So, ich deinstalliere nochmal Kingdom Come und dann probiere ich es nochmal. Das ist der Nachteil mit Vorabversionen. Wo ist denn? Jetzt finde ich es nicht mehr. Okay, 35, mal gucken. Jupp, jetzt sind es 32 GB statt 20. Alles klar. Geil. Ein Träumchen. Muss ich nochmal neu runterladen. Schön. Komplett? Ah, das war ich habe es halt komplett deinstalliert, weil ich hatte vorher die Preview-Version noch installiert im gleichen Verzeichnis, weil ich das über Tattis Account installieren musste. Oh. Ja, weil ich hatte bei mir ja schon die Vorbesteller-Version. Vorbestellt halt und deswegen konnte ich das nicht freischalten. Aha. Ja. Nun.
Das ist bestimmt der süße Daniel aus Nana in the Dark. Der Daniel. Daniel. Was mir aber gerade auffällt, wo ist das Radio hin?